Ja, hallo und herzlich willkommen zu Sakusa spielt Battlefield 4. Diesmal gibt's ein paar Informationen über den neuesten Battlefield 4 Patch und was er so mit sich gebracht hat. Wir haben ja jetzt schon den sage und schreibe 40. Patch für Battlefield 4 bekommen und ob das Spiel sich jetzt nun endlich aller Kinderkrankheiten entledigt hat, erfahrt ihr jetzt hier. Erstmal eine der besten Verbesserungen von dem Spiel, die DICE machen konnte, und zwar der elendige Blackscreen. Kurz bevor man spawnt, aber noch auf der Karte existiert, der ist endlich einigermaßen weg. Wie ihr wisst, war das ja so, wenn man auf Spawnen gedrückt hat, dann gab es halt so einen etwa 3 Sekunden langen schwarzen Bildschirm. In der Zeit hat aber schon die eigene Spielfigur sich quasi auf der Karte gespawnt und war schon für die Gegner sichtbar. Und sobald man dann die Sicht bekommen hat, konnte man auch verwundbar sein. Im Endeffekt gab es dadurch halt sehr viele Spawn-Kills. Und ja, genau, das hat jetzt DICE abgeschafft. Nein, stimmt nicht ganz, es wurde nicht abgeschafft, er ist immer noch da, aber zumindest dauert er jetzt nicht mehr 3 Sekunden, sondern nur noch so einen geringen Bruchteil, eine Sekunde. Zwar hatte DICE ja selber mal gesagt, dass der Blackscreen deswegen im Spiel sei, weil man eben im Hintergrund dann die gesamten Daten der Karte und der ganzen Mitspieler nachladen müsste und in der PC-Beta-Version war das halt eben nicht so. Da gab es halt auch keinen Blackscreen. Und naja, aber ist ja jetzt auch egal. Das Wichtige ist, man kann jetzt einigermaßen schnell im Spiel einsteigen und kann nicht mehr so oft gleich nach dem Spawn irgendwie vom Gegner abgeschossen werden. So, das ist schon mal eine sehr gute Verbesserung von DICE. Dafür erstmal Gratulation. Dann, die DMRs wurden massiv verbessert. Jetzt richtet jede DMR mehr Schaden an als zuvor und benötigt maximal 3 Schüsse nur noch für einen Kill. Davor waren es bis zu 4 Schüssen, je nachdem wie weit man weg ist und welche Waffe man hat. Außerdem ist der Recoil, also das Verziehen bei einem Schuss, minimiert worden, sodass man nun schneller hintereinander auf das Ziel schießen kann, ohne dass halt die Kugeln daneben gehen, beziehungsweise man muss halt nicht mehr so lange zwischen den einzelnen Schüssen warten. Im Endeffekt ist halt dadurch die DMR im Endeffekt so wie bei Battlefield 3, da jetzt an dem Status angelangt und man kann mit der jetzt auch einigermaßen gut jetzt in den Gefechten klarkommen. Ja, dann das Heavy Barrel Attachment wurde auch geändert. Bisher war es ja so, dass man die erhöhte Zielgenauigkeit, die man durch dieses Attachment erhält, nur dann hat, wenn man sich beim Schießen nicht bewegt. Denn sobald man sich bewegt, war einfach die Zielgenauigkeit so, als ob man gar kein Heavy Barrel Attachment hat. Nun hat man halt in der Bewegung zumindest einen abgeschwächten Effekt. Nun ist es so nach dem Patch, dass man zwar immer noch nicht die volle Wirkung der Heavy Barrel Attachment hat, wenn man sich bewegt, aber zumindest hat man einen abgeschwächten Effekt dieser erhöhten Zielgenauigkeit. Dadurch werden halt die Spieler bevorzugt, die anvisieren und etwas vorsichtiger agieren und nicht einfach nur Run-and-Gun-mäßig reinlaufen und halt aus der Hüfte sprayen. Genau, ohne sie aber zu sehr in ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Also ich finde, es ist ein ganz guter Kompromiss irgendwie, denn wenn man schon dieses Attachment hat, dann sollte es auch einigermaßen einen Vorteil geben, egal ob man jetzt sich leicht bewegt beim Schießen oder nicht. Und sind wir ehrlich, die meisten bewegen sich halt schon so ein bisschen beim Schießen, weil du musst immer ein bisschen links und rechts strafen, um der entgegenkommenden Kugel auszuweichen. Und genau. Ja, dann außerdem die Chatbox oben links wurde mit ein paar Farben aufgepeppt von DICE und so kann man jetzt einigermaßen einfacher erkennen, von wem die Chatnachricht dann oben immer stammt. Also blau ist dabei für die Teammitglieder benutzt worden, grün für alle, die aus einem eigenen Squad kommen und rot, beziehungsweise dieses Rot-Orange, das man erkennt, ist natürlich für die Gegner dann. Und es gibt jetzt noch eine gelbe Markierung für alle Admin-Nachrichten und von den Commandern, das ist auch dieselbe. Es ist leider ein bisschen nervig auf manchen Servern, dass man leider dann auch alle Nachrichten vom Admin brettelbreit mitten im Bildschirm bekommt und zwar schon in einer recht großen Font. Und ja, das sollten sie vielleicht noch wieder abschaffen. Ich finde es mit den Farben nicht schlecht, dadurch hat man dann gleich auch in der Hitze des Gefechts gleich so den Blick dafür, was halt welche wichtige Nachricht ist oder vom Squad-Mitgliedern. Das finde ich nicht schlecht. Und ja, ansonsten wurde noch verbessert, dass wenn man durch einen Headshot von einem Gegner gekillt wird,
dann sieht man jetzt oben in der Mitte des Screens, wenn man halt die Killcam oder die Abschusskamera sieht, dann sieht man oben über dem Gegnernamen ein Totenschädel-Symbol, was dann quasi symbolisiert, dass man halt durch einen Headshot gekillt wurde. Ist ganz nett, aber jetzt nicht wirklich eine wichtige Neuerung. Außerdem wurde etwas geändert, was kein Bug war, sondern eigentlich von DICE an und für sich so gewollt war. Denn bisher war es ja so, dass man, wenn man aus der Hüfte angefangen hat zu schießen und dann, während man weiterhin schießt, ins Anvisieren geht, dass sich dann die Zielgenauigkeit nicht verbessert hat und die Kugeln immer noch so gestreut werden, wie wenn man weiterhin von der Hüfte aus geschossen hätte. Jetzt wird so eine Art Kompromiss gemacht. Zwar erhält man jetzt nicht mehr die gleiche Zielgenauigkeit, wie wenn man von Anfang an anvisiert hätte und dann erst schießt, aber zumindest wird dadurch, wenn man halt erst aus der Hüfte schießt und dann ins Anvisieren geht, wird dann die Kugelstreuung etwas verbessert beim Anvisieren während dem Schießen. Und ich finde, es ist ein ganz guter Kompromiss, weil sonst braucht man ja das Anvisieren überhaupt nicht während dem Schießen dann machen, weil dann ist es ja vollkommen Jacke wie Hose. Aber es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen natürlich. Es ist ja immer noch Battlefield 4. Und es ist nicht alles besser geworden, leider, mit dem Patch. Leider gibt es halt auch einige neue Bugs, die hinzugekommen sind. Unter anderem gibt es ein paar neue Soundbugs wieder mal. Vor allem auf Team Deathmatch-Servern treten die sehr oft vor, gerade im Operation Locker oder Operation Spind, wie es auf Deutsch heißt, wo einfach mal der Sound mittendrin abbricht und man dann quasi wie ein Taubstummer spielen muss. Ja, außerdem soll es auch zu Abstürzen kommen, wenn man auf der Map Zavod 311 in einen Tank spawnen will als Gunner und dann, wenn man dann reinspawnt, dann hängt sich das ganze Spiel auf, beziehungsweise man sieht dann irgendwie, bei manchen, habe ich auch gelesen, sieht man einfach das MG vor einem nicht mehr und kann nicht mehr schießen, man hockt dann einfach nur so drin und ja, eher ungut. Im Spielmodus Defuse wird der Gegner oder der Spieler, der eine Bombe aufnimmt, wird dann dem Gegnerteam ständig angezeigt. Das ist also so eine Art Wallhack für das andere Team und man weiß halt noch nicht genau, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das von DICE so gewollt war. Denn, wie ihr vielleicht wisst, bei Obliteration ist das ja auch so. Derjenige, der die Bombe im Besitz hat, der wird ja auch ständig also im Monitor angezeigt bei den Gegnern. Und würde halt den ganzen Spielmodus ein bisschen konterkarieren. Und ich glaube mal eher, dass es ein Bug ist und dass da DICE wohl nochmal nachhelfen wird. Ja, es ist außerdem nicht mehr möglich, mit den S-Raw-Raketenwerfer die sogenannte Double-Combo zu machen. Also wie ihr wisst, die S-Raw ist ja ein Raketenwerfer, der lasergesteuert ist. Also sprich, man lenkt seine Rakete dorthin, wo man hinvisiert. Und genau, mit dieser Double-Combo ist halt gemeint, dass man halt vorgeht folgendermaßen. Man schießt zumindest erstmal die erste Rakete in den Himmel hinauf, dann lädt man nach und dann visiert man halt sein Ziel an, also zum Beispiel jetzt einen Tank, und schießt die zweite Rakete auf das Ziel. Und dadurch wird halt sowohl natürlich die zweite Rakete, als auch die erste, die noch in der Luft ist, beide kommen halt ungefähr zeitgleich auch beim Ziel an. Und dadurch kann man quasi ein Ziel doppelt beschießen, zeitgleich mit einem einzigen Angriff. Ja, und dies wurde nun entfernt von DICE. Die erste Rakete, die man jetzt in die Luft schießen würde, explodiert halt dann, sobald man eine zweite abschießt. Laut DICE war es anscheinend overpowered und nicht so beabsichtigt gewesen, dass man diesen Raketenwerfer so benutzt. Und ich persönlich fand es eigentlich nicht so overpowered, denn ja, es war erstens schon mal einigermaßen anspruchsvoll, vor allem wenn man halt ein Ziel hat, was sich bewegt, das überhaupt zu treffen. Man durfte sich auch nicht wirklich arg weit bewegen zwischen erster und zweiter Rakete, weil man sonst irgendwie die erste Rakete nicht mehr richtig lenken würde. Und außerdem hat es einigermaßen viel Zeit in Anspruch genommen, einmal abschießen, nachladen, dann nochmal aufs andere Ziel zu zielen und dann zu schießen. Und in der Zeit konnte eigentlich ein Gegner, wenn er einigermaßen aufgepasst hat, auch locker einen unter Beschuss nehmen und quasi dann die Gefahr aus dem Weg räumen. Und finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das so ist, aber fand da ist so, dass man das irgendwie ändern musste. Ja, außerdem, wo schon bei den Raketenwerfern sinkt, wurden die Raketenwerfer generell so abgeändert, dass, wenn man jetzt eine Rakete abschießt, dass die Rakete dann explodiert, sobald man selber getötet wird. Also wenn man in der Zeit zwischen Abschuss und wo die Rakete im Ziel einschlägt, getötet wird,
wird es halt nicht als Treffer gezählt, sondern die Rakete explodiert halt dann mitten auf dem Weg. Ja, das kennt man ja auch aus anderen Spielen. Ich sage jetzt mal Call of Duty zum Beispiel, hat das genauso diese Mechanik. Da verschwinden auch einfach die Projektile, sobald man stirbt. Und ich finde das ein bisschen bescheuert eigentlich, denn warum explodiert eine Rakete? Ist ja auch nicht so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Snipergewehr hat und damit irgendwie auf jemanden Gegner trifft und den dann abschießt, dass man dann in der kurzen Bruchteil von der Sekunde, dann, wenn man selber getötet wird, dann kriegt man ja trotzdem den Kill noch zugeschrieben. Also selber diese Trade-Situation, die man kennt, also wo dann einfach man selber wird vom Gegner getötet und der Gegner wird von einem selber getötet. Und dann müssten sie es ja, wenn sie dann so sind, der Konsequente sein und dann auch sagen, dass jedes Projektil quasi mitten in der Luft verschwindet oder explodiert, wie auch immer. Aber dass man es das jetzt nur auf die Raketenwerfer macht, finde ich ein bisschen schade. Weil so benutzen halt die Leute wahrscheinlich noch weniger die Raketen gegen Fahrzeuge. Und ich weiß nicht, ob das so im Nachhinein vielleicht ein bisschen schlechter ist für das Balancing oder das Spielgefühl an sich. Aber wird man jetzt mal absehen müssen, wie es so eine Zukunft sich ergibt. Ja, bezüglich den Netcode-Problemen, die ja allerorts in aller Munde sind, wurde allerdings jetzt nicht wirklich was verbessert. Es gibt immer noch dieselben Probleme, wie zum Beispiel die One-Headshot-Bugs, wo man halt mit einem Headshot sofort Kills einkassieren kann. Man stirbt immer noch gelegentlich, wenn man schon bereits hinter einer Mauer ist oder hinter der Deckung generell und dann immer noch vom Gegner beschossen wird. Diese Verzögerungsprobleme halt einfach. Und es ist auch immer noch recht häufig in der Abschusskamera ein Gegner angezeigt, der einen getötet hat, der selber bei 0% Gesundheit verweilt. Und des Weiteren gibt es halt auch noch etliche Stellen, an denen unsichtbare Mauern zum Beispiel existieren, also diese sogenannten Invisible Walls. Gerade vor allem dort, wo halt Revolution-Elemente oder generell Zerstörungs-, also zum Beispiel, wenn Gebäude zerstört werden und dann dort nur noch so Schutt und Asche überall ist, da gibt es halt wirklich viele Stellen noch. Da gibt es auch viele Videos auf YouTube schon, die das so ganz gut zeigen, wo man halt quasi den Gegner in freie Schussbahn hat, man sieht ihn auch perfekt, man kann nur nicht durchschießen. Und es gibt sogar manche Stellen, wo der eine Gegner einen sieht und durchschießen kann, der andere auf der anderen Seite jedoch nicht durchschießen kann, obwohl beide im Endeffekt freie Sicht haben, die Invisible Wall aber nur irgendwie für die eine Seite gilt, was natürlich nicht so sein kann. Ja, also alles in allem wurde in diesem 40. Patch viel am Balancing vor allem gemacht, wie ihr jetzt gemerkt habt. Jedoch kaum etwas dazu beigetragen, dass das Spiel an sich für die meisten stabiler und auch natürlich angenehmer läuft. Es liegt also immer noch ein bisschen viel Arbeit vor DICE und ich hoffe, dass sie auch dieses jetzt zeitnah mal endlich in Angriff nehmen. Allerdings bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil jetzt ja vermehrt die DLCs angekündigt werden. Also gerade der Second Assault und aber auch schon der nächste Naval Strike wurde schon angekündigt jetzt für Februar bzw. März. Und April. Und DICE hatte selber halt vor einigen Wochen noch selber verlautet, dass sie solange die Arbeiten an den DLCs einfach auf Eis legen werden, solange die meisten Probleme im Hauptspiel noch nicht behoben wurden. Und jetzt frage ich mich natürlich, nachdem jetzt DICE halt schon die nächsten DLCs irgendwie angekündigt hat mit Release-Dates, ob sie dann jetzt ihrer Meinung nach schon die meisten Probleme aus der Welt geschafft sehen und nicht mehr viel Handlungsspielraum für sich erachten oder ob das jetzt einfach nur von EA aufoktroyiert wird wieder mal, dass wir sagen, ja, jetzt müssen aber die DLCs langsam mal raus irgendwie. Wir haben ja schließlich noch ein paar andere Spiele, die jetzt demnächst rauskommen, wie Titanfall und da müssen jetzt die Spiele auch ein bisschen an der Stange bleiben und da wird man jetzt mal sehen. Ich hoffe mal nicht, dass es so ist, aber wie gesagt, das wird die Zukunft dann zeigen. Denn es ist halt leider immer noch so, dass halt für viele Spieler immer noch Battlefield 4, wenn nicht unspielbar, dann zumindest ein sehr durchwachsenes Spielerlebnis irgendwie denen bietet. Mit eben den ganzen besagten Problemen. Bei mir ist es jetzt einigermaßen okay in letzter Zeit, aber es ist immer manchmal so, dass ein Patch dann wieder dazukommt, der wieder ein paar Probleme hinzubekommt. Und das finde ich halt ein bisschen auch wieder schade, dass dann manchmal wieder ein bisschen verschlimmbessert wird, das Spiel. Und die ganze Lag- und Netcode-Problematik und Framerate-Einbrüche, das ist bei mir jetzt das Hauptproblem, warum ich das Spiel ja zurzeit nicht gerne spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Da spiele ich echt lieber wieder Battlefield 3, da sind die Probleme nämlich
ja gut, jetzt auch schon in den letzten 2 Jahren dann doch behoben worden. Und lass uns mal hoffen, dass es nicht so lange dauert jetzt für Battlefield 4. Aber wie gesagt, man muss absehen. Genau, ja, was haltet ihr von den ganzen Patches irgendwie? Habt ihr auch noch so viele Probleme? Oder seht ihr das eigentlich überhaupt nicht so und sagt, ja, ich spiele es eigentlich und es ist eigentlich alles optimal bei uns? Was soll das? Und was haltet ihr von den ganzen Änderungen irgendwie? Seid ihr davon vielleicht mehr betroffen als andere oder eher weniger? Schreibt es mir nochmal unten in die Kommentare rein. Genau. Ansonsten, like nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, abonnieren, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ansonsten, ja, war es jetzt erstmal von mir und hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. See ya!